Herzlich willkommen zurück bei Pokémon Diamant Edition. Letztes Mal war Liara ein bisschen am Start, ne? Heute haben wir direkt einen neuen Gast. Hallo! Und zwar, ja, hallo, die liebe Dark ist da. Hallöchen! Hi, ihr kennt mich oder so, glaube ich. Bestimmt, mindestens aus, Lego City Undercover. Ja, stimmt, da war ja was. Ja! Nächster Halt, der Abgrund. Nächster Halt, der Abgrund, das war so super. Ja. Ach, schön. Ja. Ich bin jetzt auch mal hier dabei. Ja, freut mich sehr. Voll toll. Schöne Sache. Ja, ne, dann gucken wir mal. Was war denn jetzt zuletzt hier? Ja, wir haben den zweiten Orden geholt. Ich glaube, direkt in der letzten Folge. Das ist richtig. Mein Team ist dies. Wie sieht's denn aus? Klasse 17, 20. Bin gelevelt. Ja, gut, okay. Ah, Chillas wollte ich. Ja, Chillas wollte ich eigentlich als nächstes trainieren, dass sich das entwickelt. Genau. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Und wir haben endlich den zweiten Orden. Die Pokémon gehorchen uns ja endlich mal. Oh mein Gott. Endlich. Wie lange? Hm? Mal sehen wir für wie lange. Bis 30. Bis 30. Echt? Ja. Okay, nice. Genau, wir sind hier noch in Ewi, genau. Und, stimmt, wir haben den Zerschneider bekommen. Jetzt müssen wir erstmal noch, glaube ich, irgendwas Zerschneider beibringen. Ja. Und dann müssen wir, glaube ich, ins Team Galaktik-Gebäude. Das steht, glaube ich, an jetzt heute. Sollte, ja. Ja, Chillas halt. Mal sehen. Oh, es kann schon eine VM. Hm. VMs, ne, das sind immer so eine Sache noch in der vierten Gen. Oder allgemein. Ja. Bis zur fünften. Die fünfte gab's auch noch, oder? Ja. Fünfte gab's auch noch vor allem, genau. Ja. War immer so eine Sache. Absorber? Soll ich Absorber? Ich weiß nicht, nee. Hm, was hat denn Bliebrin für Zeug? Das hat mich immer so verwirrt als Kind. Attacke nicht erlernen oder so. Ja, nein. Das hat mich immer voll verwirrt. Same. Ja, mich auch. Das ist schwierig, ne? Bliebrin? Was kannst du denn? Da hieß Pfund, wie das ist doch Pfund und ich Klaps. Ja, stimmt. Wieso haben sie die Attacken geändert? Ich versteh's halt nicht. Soll ich Pfund weghauen? Oh, guck mal, das ist eh. Ja, guck mal, oder? Ja, doch. Pfund ist schlechter. Ja, das. Komm, mach mal einfach mal. Zack. Tschüss. Wo ist denn der Attacken-Verlerner dann hier? Weiß ich. Lass mich gucken. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, dann. Mischen wir mal. Glaub Team Galaktik auf. Was war denn hier? Also genau, der Radler Heini, der war ja, der ist ja auch im Galaktikgebäude. Ja. Haben wir Tränke? Ich weiß schon gar nicht. Letzte Aufnahme ein bisschen her. Ah ja, okay. Ja, das geht ja, komm, das geht schon. Wir haben noch ein gutes Team hier, was ist denn das? Was bist du? Hey du, ja du Trainer! Schon gut, du ziehst C aus. Ach, den haben wir schon angelabert. Oh nein, wir können jetzt zuerst in die Villa gehen, im Wald. Stimmt. Wie wäre das? Die Villa ist cool. Ja. Oh, jetzt muss ich auch wieder auf die Zeit gucken. Ist ja ein Let's Play, lol. Okay. Ha. So ungewohnt alles immer noch. Schauen wir doch mal. Die Villa war so gut. Ich fand ich immer so schaurig. Passt das eigentlich? Ja, die Villa ist toll. Ich muss gerade gucken, ob es eigentlich von der Spielausstatt gepasst. Nein. Hä? Nimmt ihr das auf? Hä? Das war, glaube ich, viel zu leise. Ich mach mal so. Okay. Ja, ich mach mal so. So, hups. Nicht Beutel. Beutel. Ich brauche jetzt nicht die CD gegen den Baum werfen. Der Verlerner ist übrigens in Fleetburg. Ah, ja gut. Cool. Auch Fleetburg ist kommen so schön. Kommen wir irgendwann hin. Bestimmt. Boah, die Bilder. Ich fand die immer so gruselig und so mysteriös. Und ich war da so oft und habe versucht, alles rauszufinden und so. Ja. Das war so gut. Baumpel! Das habe ich ja noch gar nicht gefangen. Ja. Wir haben ja eigentlich auch schon das Team von dem her. Mhm. Naja, Zertrümmerer, oder? Oh, Flinkklaue. Sehr schön. Mhm. Das war halt nicht sehr effektiv. Welches Level ist es? Boah, ich bin heute. Alter, Fassungsgabe heute überhaupt nicht am Start.
Sprachen lernen, Bubble. Gut. Was? Okay. Laut. Laut. Weil ein bisschen. Ich hab nämlich gerade Ton von einem Spiel gehört. Was? Ja. Vielleicht durch dein 3DS selbst. Oder dein DS selbst. Nee, der ist irgendwie aus. Weird, ich hör ganz leise Ton. Hä? Krass. Ich hab keine Ahnung warum. Und dann ist das Bubble gerade zu laut gewesen. Egal. Du hast Ton? Egal. Egal, warte, mach weiter. Warte. Wie war das? Nein, gar nicht. Okay. Spannend. Egal. Ja, egal. Wir sind vergiftet. Ja, gibt Stachel. Echt jetzt? Wegen einem KP wieder? Ich hasse das! Hashtag 1KP. Oh, ist so. Hashtag 1KP einfach. Furchtbar. Ich hasse es so sehr. Guck mal, genau deswegen. Jetzt werden wir damit wieder verletzt. Bla, blob und blob. Eigentlich könnte ich es jetzt fangen. Zu spät. Wir haben das Würmchen zertrümmert. Tschüss. Ein Volltreffer ist Eko. Ja. Volltreffer. Sehr gut, Schellers. Immer. So, tschüss. Oh, schön. Das einfach von einem Mumpel. Mhm. Äther. Oh, spannend. Ist hier auch noch was? Oh, eine Käfertafel. Ui. Als das Universum entstand, entstand diese Tafel aus einem Splitter. Stimmt, da stand ja mal was drauf. Mhm. Cool. Not again! Ich erwarte fast schon, dass du, während ich hier bin, Shiny findest. Ich? Ich in Shiny? Ja, du in Shiny. Ach, was? Es gibt meine Shiny Tresser. Die Story habe ich schon mal erzählt. Hm? Shadow und ich haben, Dingsbums. Schwarz und Weiß 2 gespielt, also gleichzeitig als Teamprojekt. Ja, und im Dowsinghof habe ich halt einen Voltilam gefangen. Ja, Es war normal, ich wollte es trainieren. So. Und dann kommt ein Shiny vorbei, ein Shiny-Voltilam mit pinker Wolle. Ja, ist doch voll nice. Es ist voll nice, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, es wird sich rauswaschen. Das Pink. Bestimmt, wenn man kräftig genug rubbelt, dann ist es weg. Boah, da ist jetzt die Villa. Cool. Boah, war hier nicht... Es scheint einen anzustarren. War hier nicht der Geist oder so? Wahrscheinlich. Hast du die vierte Gen gespielt eigentlich? Ja. Komplett? Alle? Bis auf Platin, ja. Oh, Platin. Eine Furchtstaffel direkt. Und Soul Silver nicht, aber hey. Aber Hardgold? Ja, war mein erstes Pokémon-Spiel. Oh. Stimmt, da klingelt was. Das hast du letztens gefragt. Ja, eben. Platin hast aber ein bisschen was verpasst. Platin ist halt noch... Oh, herrlich. Die noch viel geileren Diamant-Perl halt. Das ist so schön erweitert. So geil. Okay, was steht denn hier? Die Kraft besiegter Giganten speist diese Tafel mit Energie. Okay. Und daraus kommt die Furcht. Das ist ja interessant, die Furcht. Okay. Tschüss! Gibt ja die Feentafel tatsächlich. Ja, nur nicht hier. Ja, aber es gibt es. Die wurde hier eingeführt, weil die Tafeln sind ja eigentlich eh nur für Arceus. Ja. Interessanterweise wurden die in XY... Nicht XY. Schwertschild, ne? Gab es ja dann die Feentafel plötzlich, glaube ich. Ja. War es denn Schwertschild? Ja, sollte. Und das war halt sehr spannend. Wow, wirklich? Wirklich? Ja. Ich drehe mich um und ein Nebulak erscheint. Toll. Nebulak. Ich mag halt, Gengar ist halt super nice. Mhm. Du hast Pokepark schon gespielt, oder nicht? Schlecker. Nee. Okay. Pokepark? Nee. Ein bisschen halt immer. Das erste Gebiet nur. Okay, schade. Weil, ich mag die Aussprache, wie Nebulak seinen Namen sagt. Okay. Nebulak. Ich freue mich auf Pokepark, cool. Es wird auch wunderschön. Ja. Pokepark ist toll. Finsterball, wie passend. Auf geht's. Passt halt so. Ich werf gern Bälle, wenn's passt. Nein! Nebulak, warum tust du mir das an? Ich dachte es mir. Was ist mit dir? Analyse? Wow. Analyse.
gut, dann zernichte ich dich halt. Was soll das? Wow, oder es besiegt sich selbst. Mach sie selbst! Das ist immer das Beste, wenn sie sich selbst kaputt hauen mit Fluch oder so. Ja. Sehr schön. Oh, das gibt Level. Oh. Fantastisch. Boah, es wird schon wieder so warm hier. Guck mal, es sind jetzt schon wieder 23 Grad. Meine Fresse. Der Fernseher. Bei mir auch. Der Fernseher wird gruselig. Er scheint einen anzustarren. War nicht hier ein gewisses Pokémon? Ja. Aber wann? Kann es sein, dass es erst zu einer gewissen Uhrzeit kommt? Nee, wahrscheinlich ja. Lass mich gucken, wann die 19 Uhr? 20 Uhr? Lass mich gucken. Würde ich sagen. Weiß nicht auswendig. Nebulackaffe. Paralyse ist besser als Gift. Und jetzt kann ich nicht mehr vergiftet werden. Ha! Verdammt. Rasierblatt. Fluch, das ist toll. Theoretisch kriegst du dieses bestimmte Pokémon erst, wenn du die Liga abgeschlossen hast in diesem Fantastisch! Fall. Warum dachte ich mir das? Oh, jetzt weiß ich auch wieder, was es ist. Jetzt weiß ich es wieder ganz genau. Ich hab's gerade verwechselt gehabt mit was anderem. Von der Uhrzeit ist es 20 Uhr bis 4 Uhr morgens. Also ab 20, okay. Ja, war ich ja genau. Gar nicht so schlecht. Mit 19, 20 Uhr irgendwie. Wie ich immer noch automatisch ab und zu immer noch OBS-Chat blablub gucke. Soll ich reinschreiben? Bestimmt, aber nein, dann schreibst du in mein Overlay rein. Das wäre nicht so cool. Wieso nicht? Weil da ist nicht dafür gedacht. Eigentlich ja da, wo Pokémon Diamant jetzt steht. Ja, da stand vorhin Brabbel. Oder Bubble. Auch, aber da ist ja eigentlich der Chat. Normalerweise ist ja da kein Logo, falls wir streamen würden. Kannst du auch mal was angreifen, Chillas? Was ist denn mit dir? Komm, Chillas! Komm schon, Chillas, du schaffst das! Ja! Danke! Nein, was? Es hat nicht getroffen! Es wird die Attacke, willst du mich verarschen? Das hat nicht getroffen, aber danke trotzdem, Chillas! Chillasto. Da ist aber hier, jetzt aber hier. Belasto. Genau da einfach. Chariolo. Ist das Belasto und Haus weg? Ist das überhaupt sinnvoll? Nein. Eben. Das kannst du nicht treffen. Eben. Aber ich wollte es halt trainieren. Weil das auf 17 ist, wäre das nächste vom Level her. Aber es kann gar nichts. Diese das ist blöde Belastung. Das kannst du halt nicht treffen. Ja. Plebrin, du bist dran. Trotzdem, EP sind RP. Nur noch ein bisschen. Der Kopf sieht seltsam aus. No? Na, das ist Bippin. Es kann sich nochmal verfluchen? Achso, klar, weil es ein neues Poké ist. So, keinen Sinn. Tschüss, Nebulak. Das war's auch mal wieder komplett. Ja, siehst du mal. Hat sich direkt gelohnt, irgendwas. Und der Geist? Der taucht wahrscheinlich auch erst abends auf, oder? Wie, das bestimmte Pokémon? Nein, der Geist. Geist. In der Welle gibt es einen Geist. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Oh, hi. Oh, eine Spezialität. Die Spezialität des Hauses. Okay, schade, dass hier nicht irgendwelche alten irgendwie Bücher sind zum Lesen oder so. Mit irgendwelchen... Irgendwas. Schade eigentlich. Spezialität ist in Medizin. Eine unbekannte Spezialität. Sie behebt alle Statusprobleme. Die hier schon 100 Jahre in der Villa liegt. Klar, direkt an Pokémon verfüttern. Vor allem unbekannt, weiß nicht mal, aus was es besteht oder so, woher es kommt. Einfach verfüttern. Ganz toll. Hallo, Nebulak. Das ergibt wieder Sinn. Was war denn Offenlegung nochmal? Wenn der Gegner Schutzschild einsetzt, kannst du es treffen. Ach so. Wirklich nur wenn oder auch sonst? Ich glaube, nur dann, oder? Lass mich gucken. Ich habe keinen Schutz, oder? Mano! Ich dachte, du hättest nur eins eingesammelt. Ja. Wir haben ja Äther vorhin eingesammelt, auf jeden Fall. Hier sind grüne Bücher!
Verdammt! Hm? Hätte echt sein können, dass hier was steht. Was einfach war? Andere waren. Achso. Sechste Bücher. Ich glaube, wir müssen hoch in die Küche oder so. Ist da die Küche gewesen? Mann, ich kann jetzt hier nicht kämpfen gegen dich. Geh weg. Keine Zeit für dich, du komischer Gasball. Er ist nicht hier. Doch, er war hier. Ich glaube, er ist abends da oder so. Schade. Voll die große Villa. Nein! Och, Manu! Aber hier kannst du eigentlich guten Shiny Nebulak counten, encountern. Ja, das hundertprozentige Rate für Nebulak ist scheinbar. Ja. Hallo, ihr ist Lia. Ha! Gegengift, lol. Du warst vorhin vergiftet mit Chillast. Ja, das ist richtig. Gegengift, interessant. Ist hier jemand an vergiftetem Essen gestorben? Hey, warte, das ist ein Schild. Das kann ich nicht lesen. Oh, schade. Das hängt zu weit oben. Du bist zu klein. Ein Tier braucht eine Brille. Nein! Auf den Stuhl angegriffen einfach. Hallo, Nebula. Das wäre jetzt wirklich lustig, wenn wir jetzt einen Shiny gleich kriegen. Es wäre mein Glück oder sowas, das oder mein Fluch. Das ist so gut, das ist so ein Shiny Nebulak. Shiny Gengar ist nice. Aber wir müssten es dann erstmal fangen. Ja. Mist. So ein Mist. Ach, schade, mit der Villa können wir gar nicht viel anfangen jetzt. Wir hätten leider abends hingehen müssen oder so. Irgendwann taucht dieser Geist auf. Ich glaube, ab der vierten Gen gab es diese komischen, kuriosen Geister. Bis. Immer. Doch, Schwert und Schild ja sogar auch. Also immer, ja. Ab hier. Ja, müsste. Also am meisten im Kopf hängen geblieben ist mir der Geist in Sonne und Mond eigentlich. Oder halt diese Geschichte quasi mit Mimikyu dann einfach. Ich hab Mond ich hab keine Ultra-Edition. Ich habe wirklich nur Mond. Ja, was kam ja davor? Ich habe ja Ultra-Edition nicht mal gespielt. Also halt, hab ich's vergessen. Geil. Oder? Doch, klar, das war doch. Doch, das kam vor. Das war ja. Das war ja ein Dings. Ein Herrscher? Eine Inselprüfung war das ja. In dem verlassenen Lager. Und dann ist hinten doch dieser Raum. Der dann verschwindet. Und das ist mir hängen geblieben. Ja, gut, schade, das war die Villa. Dann halte ich mal nochmal Pokémon. Aber wir haben ein paar Sachen gefunden. Hey, guck mal. Ein paar Items, Tafeln. Ja, das ist doch was. Hallo, wir haben eine Käfer und eine Furchtstaffel. Ja. Schwuppdiwupps. Sehr schön. Gut. Dann ist jetzt Chillas auch wieder fit. Das würde ich heute gerne entwickeln, das wäre schön. Mhm. Team Galaktik Gebäude ewig genau. Wir wollen deine Pokémon! Ist noch. Warte mal. Ich geh jetzt kurz hier rein. Und hol das Item da hinten. Dieses Stachelgebäude. Da oben ist ein Heli-Landeplatz, oder? Sieht ein bisschen könnte so aus. Könnte sein, ja. Ist hier auch was? Oh, ich mag die Musik in Ewigen. Und die du jetzt gerade nicht hörst, Manu. Ist in Ordnung. TM46 Raub. Schön. Da hätten wir eine Undichtattacke für unsere Faust. Faust? Furchttafel. Für unsere Faust. Für unsere Fausttafel, wollte ich sagen. Die Unlichtfaust. Ui. Was ist das denn hier? Überall Fahrräder vor allem? Lebendige Vergangenheit. Ja, richtig. Ewig genau, nach links. Wow, wirklich? Oh, da ist safe ein Item da rechts. Bestimmt. Ja gut, dann, lustigerweise war das schon wieder die Folge. Nice. Wir haben eine Villa erkundet. Wir haben eine Villa erkundet. Das ist richtig. Da würde ich mal sagen, zerschneide ich hier mal.
mach hier eine Wegsperre und ich speichere dann und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und dann mischen wir mit unserer Finster... Was habe ich jetzt gerade gesagt? Die Finsterfaust. Nein, das ist eine Attacke. Was habe ich gerade gesagt? Faust. Mit unserer Faust. Mischen wir einfach Team Galactic auf. Was habe ich gerade gesagt mit der Faust? Meine Güte. Egal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in Diamant. Hoffentlich. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.